Partytime, Mädels! Goodie gegen Mondi im Gigabyte Cup. Es ist, als ob wir uns das Turnier backen würden. Es ist einfach nur geil. Wir sind auf Shattered Temple. Goodie gegen Mondragon, Terran gegen Zerg. Und wir haben hier sogar direkt mal die Cross-Position. Mondi in Gelb, Goodie wie gewohnt in Lila, unten auf der 6er-Position. Mondragon startet am oberen Ende der Karte. Meine Einer ist Kaldor und zu meiner Linken, wie in den letzten Wochen immer wieder im Dualcast mit Mori. Ja, schönen guten Abend an der Stelle und ja, bei so einem Match im Best of One, da kann man eigentlich schon fast weinen, dass das kein Best of Three geworden ist. Cross-Position, du hast es angesprochen, Mondi schickt direkt seinen Overlord los und wird genau feststellen, da ist er nicht. Und da es auf dieser Map-Version dann keine Close-Position ist, weiß er dann schon als erstes, dass er sich mit Goodie hier auf eine Cross-Position einlassen muss. Goodie selber liegt die Map gerade im Matchup gegen Zerg ja eigentlich ganz gut. Bastelt da mal ganz gerne rum, arbeitet mit Medivex oder. Und wir sehen die vorgezogene Barracks von Goodie. Das hat er in der letzten Zeit ja auch öfter mal gemacht, dass er die Barracks etwas außerhalb seiner Mainbase baut. An der Position, wo sie momentan ist, kann man sie noch relativ schnell hier nach drüben fliegen. Allerdings irritiert man natürlich einen Zerg-Spieler dann auch mal ganz fix, wenn der sich erstmal fragt, wo zur Hölle ist denn die Barracks von meinem Kontrahenten? Da weiß er dann natürlich auch mit den Timings nicht so richtig, was hier gerade gespielt wird. Aber Mondi bislang, jetzt hat er mittlerweile seine Drohne losgeschickt, ja. Hat sich auch gleich mal noch die Hatch geholt, auf 14 wohlgemerkt. Und zieht jetzt direkt die nächsten Drohnen hinterher. Auch Mondragon weiß natürlich genau Bescheid, dass Goodie gerne mal mit den Reapern spielt. Von daher macht er sich gegen den Terran dann die Hedge doch eher auf 14 als auf 15. Trotzdem etwas veränderten Building Times der Barracks. Ja, also auf jeden Fall wird er sehen, dass hier Gas im Bau ist und wird sich dann schon wundern, hä? Erstmal. Also das hat jetzt nicht wirklich viel gebracht. Das war jetzt schon mal drei. Scoutet da vorne direkt mal ab, guckt sich das Ganze an. So, okay, alles klar. Die Barracks haben wir nach unten gebaut. Es kommt halt auch kein Reaper. Es kommt ja nicht mal das Tech-Lab großartig. Mondragon geht jetzt hier auf Kuschelkurs mit seiner Drohne. Weiß ich jetzt auch nicht, warum. Ob er die jetzt freiwillig verlieren will oder so. Mir fehlt da einfach der Smiley gerade. Ja. Mir fehlt echt einfach der Smiley. Also jetzt macht sich der Marine zwar auf den Weg nach oben. Wir haben allerdings natürlich bei Mondragon mittlerweile den Pool am Start. Die Expansion ist auch so gut wie ready davon. Warten schon mal zwei Drohnen. Die sind natürlich nur drauf und dran, so schnell wie möglich diesen Marine zu killen. Der Bunker hier von der Position nicht unbedingt schlecht gewählt. Also wenn Goodie das schafft, den durchzubekommen, kann er hier unten ebenfalls nochmal Marines ein bisschen nach hinten wegsperren. Das versucht er jetzt auch gerade. Aber da sind die ersten vier Drohnen direkt mit dabei. Also da lässt sich jetzt natürlich Mondragon auch absolut nicht verarschen. Vielleicht ein bisschen viele Drohnen weggezogen, muss man ganz ehrlich sagen. Also fünf Stück. Das ist etwas zu viel, aber jetzt geht es hier hinten erstmal auf das SCV. Das überlebt mit Ach und Krach, zieht dann mal nach oben zurück. Aber jetzt wird es dann auch etwas eng. Da hätte Mondi, wenn er schon so viele Drohnen abzieht, ist er auf beiden Seiten parken sollen. Jetzt haben wir 8 Linge, da kommt ein Spinecrawler und der Bunker wird echt fertig. Okay. Also er lässt ja echt den Bunker fertig gehen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also mit dem Double Barracks Opening wäre das jetzt Ganze nochmal ein bisschen kraftvoller, aber gerade das ist so die Building Order. Goodie macht das häufiger mal eben aus einer Barracks dann so zu spielen. Hardy Factory jetzt im Bau, kriegt hier den Overlord auch nochmal und dadurch gerät Mondragon hier ziemlich hart in den Supply Block. Also was ist denn da bitte los? Spinecrawler natürlich im Bau, um den Bunker outzurangen, aber wenn wir da zwei Bunker haben und mit den Marines dann sich nicht dumm anstellt, dann kann er doch die eine oder andere Drohne auf jeden Fall nochmal kicken. Also schon viel mehr Schaden, als er eigentlich hätte machen dürfen. Also das mit dem Overlord war sicherlich mal ein Megapatzer, den Bunker so durchkommen zu lassen, auch ein Fail, aber damit kann man noch leben. Jetzt versucht er erstmal natürlich die Marines hier vom Bunker wegzuhalten, das schafft er auch nicht ganz. Hat allerdings jetzt zumindest mal dem Spinecrawler ermöglicht, hier reinzukommen. Aber der ist gerade außerhalb der Reichweite, was natürlich Goodie sich direkt zum Anlass nimmt, doch nochmal zurückzukommen. Der war schon auf dem Weg zurück, weil er dachte, klasse, der Spinecrawler outranged hier meine Bunker und wird sie jetzt einen nach dem anderen zerstören. Also dann merkt so, nicht so wirklich, zieht er sich wieder zurück. Ja, those SCVs are cute. Ja, auf jeden Fall. Also die streichen sich da gegenseitig ein, während die Marines hier nach vorne gehen. Den Spinecrawler noch so ein bisschen anteasern, während dieser sich jetzt nochmal umwurzeln. Ist jetzt von der Reichweite passend. Da kriegt hier sogar noch den einen Marine, kriegt sogar beide Bunker. Also Goodie verliert hier eigentlich mehr als Mondragon. Es war ein bisschen unglücklich von Mondragon, der Overlord hätte ihm auf gar keinen Fall passieren dürfen. Aber muss an der anderen Stelle jetzt trotzdem mal sagen, dass Mondragon hier nicht in Panik gerät. Der hat einen einzigen Spinecrawler, der geht jetzt hier direkt auf den zweiten, holt sich nochmal einen Roach Warren. Wir haben ihn lediglich bei 4 Lingen, also er hat hier überhaupt nicht angefangen, nochmal groß Linge nachzubauen. Allerdings kommt jetzt der zweite Spinecrawler fast einen Ticken zu spät. Da muss er gucken, dass er irgendwie jetzt vorerst den Helle nochmal wegjagt. Aber wie man jetzt hier sieht, macht es Mondragon relativ gut. Der Spinecrawler
aber hier steht super, Goody muss hier unten jetzt zwei SVs beschäftigen, um zu repairen. Er macht damit gar keinen Schaden, er kann die Expansion nicht unter Druck setzen und jetzt auch mit den Hellions wird er im Follow-up nichts mehr passieren, wenn der Roach Warren jetzt dem Zerg-Spiel natürlich die Möglichkeit hier öffnet, auch nochmal das Ganze hier ganz, ganz easy zu brechen. Also Mondi, trotz kleiner Patzer im Early Game, steht ja schon relativ sicher. Ja, aber Goody kann jetzt seine Expansion halt relativ sicher durchbringen. Okay, auf Shadow Temple kriegst du das halt sowieso hin. Vor allem, wenn du das Inbase zusammenschraubst. Oh, drei Drohnen direkt mal noch gekillt. Also das hätte jetzt eigentlich auch nicht passieren dürfen. Nein, also Goody hält ihn hier gut in Schach. Salvage jetzt aber seine Bunker, löst damit das Containment mehr oder weniger auf. Mondragon natürlich auch jetzt nicht überreagiert, aber unnötig dann teilweise doch verloren. Manche Geschichten. Double Tech-Lab jetzt noch mit dran. Zum einen hier an Starport und zum anderen an die Factory. Das darf ihm nicht passieren. Da lässt er hier neben erstmal die ganzen Hellions mit reinkommen. Da hätte er hier blocken müssen, gerade mit den Lingen am oberen Ende der Rampe. Hier sind die Hellions drin, können nach und nach die Linge rausnehmen. Er versucht sie nochmal schnell mit den Drohnen irgendwie den Hellion Herr zu werden. Da verrecken schon wieder die Nächsten. Also Goody macht das hier verdammt gut und Mondragon hat hier echt Probleme. Also er hat hier kleine Patzer sich im Early Game geleistet, die jetzt nicht zwingend waren, aber die Fehler, die ihm jetzt hier unterlaufen, die dürfen einem Protospieler von einem Zerg-Spieler von seinem Kaliber echt nicht passieren. Ja, 9 Worker gekillt, das sind ja bestimmt 6 zu viel oder so. Also mit 3 mit so einem Bunker-Rush kann man dann auch leben mit dem, was da noch so vorgefallen ist. Aber 9, das ist eine viel zu große Hausnummer an der Stelle. Goody wird sich jetzt sicherlich einen upsmilen. Holt jetzt auch noch die Banshee raus. War mit den Hellions drin, hat gesehen, da ist jetzt nicht wirklich Anti-Air. 2 Queens, wenn man da entsprechend das Micro hat, kann man dem Herr werden. Zumal Mondragon jetzt erst sehr spät anfängt, seine Expansions zu connecten. Also das hätte man auch schon deutlich eher umsetzen können. Mit 38 zu 31 Workern jetzt auch nicht so weit vorne, wie man hätte meinen können. Bastelt jetzt hier an den Rocks mit dran rum, mit den Roaches. Spielt natürlich gerne Echo Heavy auf. Ob das jetzt eine so gute Idee ist, da an die Gold-Expansion zu gehen, wird sich noch herausstellen. Leertech im Bau, 5er Drohnenrunde nochmal. Und jetzt fängt er auch mal langsam an, Zerglinge zu bauen, während Goody Siege-Mode rankarrt. Also aktuell ist es für Mondragon wirklich so etwas die Problematik, dass er nicht genau weiß, wann hier Goody wirklich rauspushen wird. Er hat mit seinem Overlord hier hinten jetzt natürlich den Blick für die Expansion, weiß es, dass auch Goody sich die zweite Base erschlossen hat. Noch ist hier Mondragon nicht, also natürlich noch nicht aus dem Spiel rausgekegelt, aber die Fehler, die ihm hier passiert sind, die sind schon hier wirklich fatal. Es geht auch in Reich immer noch die Queen down mitten im Tag. Da hinten kommen zwar die ersten Spores, aber trotzdem kann die Banshee hier einfach zu viel killen, nimmt jetzt hier auch nochmal direkt die nächsten Drohnen mit raus, kann hier nochmal eine weitere killen, wird zwar vertrieben, aber trotzdem die Queen alleine macht jetzt natürlich auch, also der Verlust der Queen macht es natürlich auch nochmal klar, dass hier einiges an Larven fehlt. Da ist der Leertech zum Glück auch relativ fix danach durch, hat es eine weitere Queen auch schon einen Auftrag gegeben und währenddessen haben wir hier weitere Upgrades für den Zerg-Spieler. Speed für die Linge, Speed für die Roaches, wir haben das Plus One für Armor und Goody kann jetzt erstmal seinen Style runterspielen, wie er will. Mondragon hat hier die Rocks erstmal weggeräumt, hätte jetzt die Option, sich die Gold zu holen. Zieht er jetzt auch direkt, holt die Drohne mit ran und oh, gerade so verpasst hier die zweite Banshee eben den Expansion-Versuch von Mondragon. Also das war ein bisschen lucky für den Zerg gerade. Ja, die Banshee ist jetzt da, sieht natürlich, dass es hier auf die Rocks geht, auf die Linge mit drauf, jetzt zurück und jetzt sieht er ja auch, dass der Expansion am Hochgehen ist. Entsprechend muss der Goody schon fast darauf reagieren, setzt hier die Ghost Academy, holt die Force mit raus, rechnet also mit Infestoren. Einen anderen Grund macht das hier mit den Ghosts jetzt nicht unbedingt großartig was. Auf der einen Seite natürlich schön jetzt von Goody immer, dass er seinen Gegner da so weit unter Druck setzt, worker-technisch und fast identisch die beiden. Nächstes Command Center im Bau. Dass er da Mondragon irgendwie nicht die Puste lässt. Jetzt nochmal die Banshee gegen eine Queen. Das wird die Banshee auf jeden Fall haushoch gewinnen hier vorne. Verliert also unnötigerweise hier nochmal die Queen, zumal ja der Creep nicht wirklich gut connected wird. Wir haben in der Zwischenzeit auch direkt mal Personal Cloaking. Personal Cloaking also für den Ghost jetzt. Und natürlich auch durch die Gebäude, die er momentan hat. Wir springen mal ganz kurz in die Mainbase vom Terran, da sehen wir das jetzt auch. Also es wäre natürlich jetzt einfach nur krass, wenn jetzt Goody hier noch eine Nuke mit raushauen würde. Wenn er schon auf Personal Cloaking geht und wir jetzt hier wirklich eine Nuke zu Gesicht bekommen, das wäre schon heftig. Das wäre so die letzte Demütigung fast schon. Definitiv. Denn Mondragon hat hier Probleme. Also am Anfang vom Game hätte ich noch gesagt, okay, teilweise blöd gelaufen, aber das kann man noch kompensieren, als dann die Hellions anfingen, ja einzeln diese Drohnen zu zerlegen und ja auch nochmal die Overlords verliert. Also das sieht jetzt wirklich schon für ihn relativ bitter aus. Goody ist hier im Supply Lead, was einem Zerg-Spieler eigentlich in dem Stadium vom Game auch nicht passieren darf. Und selbst die Gold wird Mondragon hier jetzt nicht instant retten. Es kommen jetzt erst die Pathogen Glands mit den Infestoren. Da sind auf der anderen Seite die Personal Cloakings und natürlich jetzt auch nochmal der Ghost fast schon durch. Da können EMPs kommen, wir haben Blue Flame, wir haben die ersten Thors im Spiel. Also für Mondragon wird es jetzt richtig, richtig hart. Wenn man hier gegen den Terran-Spieler mit 20 Suppliers mal hinten liegt, dann ist es schon ein Wort.
Ja, er hat die Ghost Academy im Übrigen nicht gesehen mit seinem Overseer, wo er einfach mal rüber geflogen ist. Er rechnet also nicht damit, dass seine Investoren da frühzeitig aus dem Spiel genommen werden könnten. Sei es jetzt eben durch die EMP oder eben durch die Sharpshoot-Fähigkeit. Und das wird sich dann noch im weiteren Verlauf... Und wir sehen die Nuke. Wir haben die Nuke in der Queue auf der Ghost Academy. Personal Cloaking ist jede Sekunde durch. Da kommt sie. Die Nuke wird gebaut von Goody. Der Panzergeneral, der MechMaster, ist hier tatsächlich dabei und holt jetzt hier, packt die Nuke aus und legt sie auf den Tisch. Wir haben beim Kontrahenten Neural Parasite erstmal mit dabei. Und ich bin echt gespannt, ob Goody die durchbekommt. Das wäre natürlich richtig, richtig geil. Natürlich ein bisschen ungewöhnlich, dass man da Personal Cloak holt und den Möbius-Reaktor da außen vor lässt. Ja, mit der Nuke natürlich richtig, richtig geile Kiste, wenn er da irgendwie versucht, an der Gold Expansion zu nerven, jetzt mit den Aliens auch nochmal drauf. Die Drohnen hier zurückgezogen, kann auf 16 insgesamt hier erhöhen. An sich die Aliens aber jetzt nicht mit so wirklich vielen Kills. Versuchen hier nochmal rauszukommen, die Roaches sind zur Stelle. Blue Flame auch noch nicht durch, aber jetzt stelle man sich mal vor, einfach da vorne, wenn der Ghost gut steht. Man sieht das hier am Cliff dann vielleicht an der Gold Expansion. Genau. Und da kann der Ghost entsprechend gut stehende Nuke setzen, ohne dass das vom Spawncrawler entsprechend detected wird. Wir haben inzwischen einen leichten Supply-Lead für Mondragon. Also der ist, wenn wir jetzt ganz kurz mal einen Blick drauf werfen, natürlich im Income noch lange nicht auf Goodies Level angekommen, denn der hat mittlerweile auch sich nochmal eine Gold geholt und kann da jetzt mit seinen Mules auftrumpfen. Immer wieder dieser Banshee-Harass, der bislang 4 Kills ergeben hat für den Terran-Spieler. Aber die Queens sind jetzt mal ausnahmsweise zur Stelle. Und jetzt kommt die Drop-Ability und der Speed auch gleich noch für Mondragon. Der versucht jetzt auch irgendwie nochmal in diesem Spiel was reißen, ihm seinen Stempel aufzudrücken. Und rein von den Supply-Zahlen macht er jetzt natürlich auch nochmal eine ganz gute Figur. Ja, also wichtig an der Stelle ist eigentlich gewesen, dass er hier die Drohne auf jeden Fall gekillt hat, die Expansion dann noch weiter hinausgezögert hat. Mondragon setzt jetzt den Creep-Tumor, um entsprechend da connected zu sein. Hive-Tech unterwegs, also massenweise an Tech und Upgrades jetzt für den Zerg-Spieler. 2-2er-Upgrade soll es geben. Goody war da ein bisschen nachlässiger, hat bisher nur das 1-0er-Upgrade für seine Mech-Armee. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf den Ghost, der hier vorne einfach mal lang watschelt. Auf dem Weg jetzt zur Gold-Expansion. Macht sich genau diesen Spot zunutze, den wir eben angesprochen haben, und setzt die Nuke. Und jetzt sehe ich schon förmlich den Panikknopf bei Mondragon. Setz ihn fürs Dorn und den Funnel Growth daneben. Der Funnel Growth gerade verpasst und jetzt. Da kriegt er nicht viel. Die Larven killt er hier weg, aber wie krass knapp da eben dieser Funnel Growth also dann ist. Und jetzt nimmt er auch nochmal den Investor mit den Snipes. Also wirklich viel. War natürlich schön mit anzugucken, aber viel gekillt hat er an der Stelle nicht. Da war Mondragon wirklich geistesgegenwärtig genug, schnell mit seinen Investoren rüberzukommen, versucht den Fangel zu setzen, merkt, er schafft es nicht ganz, er weiß nicht, wo er ist, zieht die Drohnen zurück, aber schon hart. Und die Hedge hat mit ihren 300 Hitpoints natürlich jetzt auch schon ganz schön geblutet. Der Fangel hätte das Ding natürlich dann aufgedeckt und sofort hätte der Ghost rausgesniped werden können. Spire jetzt nochmal unterwegs für dann den Greater Spire, nehme ich mal ganz stark an. Mondragon versucht jetzt über die Second Natural Position auf dem Highground hinten reinzukommen, während die Banshee da vorne nochmal richtig rumnervt. Und da wird es jetzt richtig eklig, denn da sind jetzt zwar zwei Queens, jetzt muss er hier den Transfuse setzen, den ersten hat er auch. Fokus hier jetzt nochmal nach hinten, aber beide Banshees werden hier fallen. Jetzt muss Mondragon eigentlich die eine Queen nochmal zurückziehen, macht's nicht, die geht down. Die zweite Banshee fällt allerdings ebenfalls, hier hinten schon der Spawncrawler mit dabei. Und Mondragon, er ist weiter dabei, jetzt erstmal weitere Hatches zu holen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Mondragon schlecht gestartet in das Spiel, Goody versetzt ihm aber nicht den Todesstoß, lässt sich hier lange, lange Zeit und nicht nur sich, sondern eben auch dem Kontrahenten. Und Mondragon mit seinem unerbittlichen Makro-Game ist jetzt wieder dabei, hier zu punkten, versucht hier jetzt so schnell wie möglich sich zurück ins Spiel zu bringen, hat 200 Supply und jetzt auch mit den abgeschlossenen Upgrades für Overlords und Speed will er hier nochmal einen Drop in die Gegnerbase wagen, hat zeitgleich rechts am Rande nochmal einige Roaches, die natürlich auch in der Lage sind, hier an die Expansion runterzukommen. Das sind verdammt viele SCVs von Goody, der versucht jetzt auch weiter zu expandieren, wird gleich die Roaches sehen, während rechts auch Mondi nochmal schnell am Exen ist. Jetzt kommt die nächste Nuke hier mit rein und wieder reagiert Mondragon blitzschnell, zieht sofort seine Drohnen zurück und damit verliert er jetzt natürlich nochmal etwas Mining Time, da kommt gleich die Nuke mit rein, unten geht's mittlerweile den Roaches an den Kragen, zack, da ist eine down. Und natürlich die Larven ebenfalls. Wenn hier unten der kleine Vorstoß, der Trupp von Mondragon auseinandergenommen wird, da ist Goody zur Stelle. Jetzt kommt auf der anderen Seite der Drop schon gescoutet durch den Medivac. Da ist hier sofort auch der Rest der Armee zur Stelle. Jetzt muss hier eigentlich gedroppt werden. Da ist schon der erste Tor mit dabei. Und von hinten kommt nochmal schnell der nächste Turret. Da müssten jetzt nochmal Fungals kommen. Da kommt gerade gar nichts. Also Mondragon hier kurzzeitig überfordert. Jetzt allerdings schön die Neural Parasites gesetzt. Holt sich
den Tank und den Thor gleichermaßen und versucht jetzt hier selber noch ein bisschen zu punkten, Schaden anzurichten, den Gegner zu nerven und sich die Zeit zu verschaffen, um hier nochmal mit einer weiteren Truppe reinzurennen an die neue Base von Goody. Jetzt kommen ja sogar noch die Battlecruiser für Goody. Der Mann will alles. Der Mann will alles. Es reicht ihm nicht, dass er hier auch schon mit Nukes ankommt. Nein, einen Fester wird nochmal totgekokelt. Er will auch die Battlecruiser mit reinholen. Da sind sie im Bau. Und für Mondragon kommen halt mal Ultralisten. Was geht denn mit den beiden ab? Richtig, richtig geiles Ding. Ja, Goody hat seinen Ghost mittlerweile verloren, der oben surrounded wurde von den Zerglingen bei dem Versuch, den Sporecrawler niederzuschießen. Hat soweit nicht ganz geklappt. Mondragon jetzt nochmal mit dem Versuch mit den Roaches. Das hat er eben schon probiert, da wurde das Orbital Command geliftet. Goody natürlich jetzt sofort wieder zur Stelle. Viele, viele SCVs mit rein, aber die Army, die ist da und entsprechend wird er da großartig nichts verlieren. Mondragon muss weiterhin hier den Schwanz einziehen. Ist auf 200 Supply fast, genauso wie Goody es auch ist. Da holt ihr einfach mal 4 Starports raus. Und wenn ich da sehe Battlecruiser gegen Ultralisten, dann habe ich da ganz, ganz stark einen Favoriten. Also da möchte ich mal den Ultralisten sehen, der hier wirklich einen Battlecruiser vom Himmel holt. Naja, sie können hier einen Turm bauen oder so. Dann wird es vielleicht noch was draus. Aber bis dato sehen wir jetzt erstmal auf Seiten von Mondragon massenweise Crawler, Spinecrawler und Sporecrawler. Die nächste Nuke für Goody. 3er Attack Upgrade gibt es ebenfalls genauso wie weitere Armor Upgrades. Und zwischenzeitlich haben wir auch noch Broodlords für den Zerg-Spieler. Genauso wie Infestoren und die Ullis, die bereits angesprochen wurden. Die SCVs hier auf dem Opferaltar. Er will jetzt natürlich Supply frei bekommen. Würde mich nicht wundern, wenn er gleich durchstartet mit weiteren Orbital Commands, um da entsprechend arbeiten zu können. Die Mech-Army setzt sich in Bewegung, steht hier in der Mitte. Auch Mondragon setzt sich hier, bringt sich dann in Position. Die Nuke hier noch nicht durch, der Scan gesetzt. Der sieht hier die Ultralisten, die jeden Moment rausstürmen werden. Die Tanks besiegt, der Battlecruiser mit dabei. Der Raven fast down, vor allem da hat er Glück, dass er den noch retten kann. Denn die Point Defense Johnny wieder brauchen. Schön die Snipes auf die Broodlords. Aber da sind schon einige Ghosts down gerade. Und jetzt versucht Mondragon wieder mal einen kleinen Sprung an die Seite, allerdings hier jetzt immer noch der Raven mit dabei. 8 Hitpoints hat er, das sieht schon raus. Jetzt kommt von der Seite die Ullis, wenn ihr nochmal gescannt. Er versucht vorbeizulaufen, 200 Supply auf beiden Seiten. Mondragon hier voll mit dabei, mittendrin schon nur dabei. Hat jetzt hier nochmal richtig schöne Upgrades, allerdings fehlt es an Attack Damage. Und jetzt kommen hier nochmal einige weitere Corrupter, die natürlich Battlecruiser an den Kragen gehen wollen und auch nochmal Corruption einsetzen. Und hier erneut der Blick darauf, warum einfach Ultralisten bei Zerg recht verpönt sind. Sie stehen sich gegenseitig im Weg, kommen nicht ran an die Thors, die zwar genauso fett sind, aber dafür ranged. Und jetzt fallen hier die Einheiten nach und nach von Mondragon. Der schickt jetzt allerdings den gesamten Trupp nach unten, will der Echse einheizen und geht hier sofort mit drauf. Da müsste Goody liften, dann geht es allerdings den SCVs an den Kragen. Genau das passiert jetzt, die versucht sich zurückzuziehen. Schön das Splash von den Ullis, jetzt vielleicht nochmal, kommt da nochmal ein Fangel? Yes, das sitzt da. Nice, gut gemacht. Goody jetzt natürlich unterwegs, Mondragon mehr oder weniger trapped, hat einiges verloren, tat natürlich gut daran, nicht auf die gesiegten Tanks zu laufen, versucht hier von hinten Goody da in die Quere zu kommen. Die Economy steht soweit, Mondragon wieder auf 200 Supply. Goody nur auf 170, da bringt die Starport, die er da gebaut hat, aktuell nicht viel, wenn er da keine Battlecruiser holt. Einen hat er da auf dem Feld, der feuert auch gut raus. Mehr aktuell aber auch nicht. Nochmal weitere Ultralisten jetzt unterwegs. Und ich würde es auch mal begrüßen, dass er da hier ein paar SCVs mit dazu schickt zum Repairen. Jetzt nochmal mit den Legendern den Run beigestartet. Hier auf die Gold Expansion. Goody auf 46 Worker aktuell. Das ist mir schon fast ein bisschen zu wenig. Und wir sehen die Seekal Missiles. Ja, Goody hat da hinten einiges verloren an die Infeste Terrans, die ja von dem einen verbleibenden Infeste noch gesetzt wurden. Also der muss auch schon hier ein bisschen knabbern. Er ist zwar so in dem Spiel richtig gut dabei, ist jetzt auch am Upgraden wie ein Wahnsinniger. Aber was mir bei Mondragon momentan wirklich besser gefällt, ist einfach sein Macro-Play. Er ist hier ständig an zwei Fronten gleichzeitig aktiv, schickt hier Einheiten über die Flanke in die gegnerische Base mit rein, in die Eco. Das macht er schon sehr, sehr gut an der Stelle. Also nach einem etwas verpatzten Start ins Spiel ist Mondragon hier seiner Linie treu geblieben und ist jetzt wirklich in einer sehr guten Position. Muss allerdings echt ein bisschen aufpassen. Also Attack-Upgrades, gerade jetzt natürlich für Range, für Melee, müssten hier eigentlich nochmal kommen. Und währenddessen Goody einfach mal hier jetzt mit Ravens, der hat die Seeker Missiles, wie von Mori bereits erwähnt. Wir haben hier in der Zwischenzeit von ihm natürlich auch einiges an Orbital Commands, hier für Mules einsetzen kann. Da sind die Tanks auf 3-2 upgegradet. Es kommen die Upgrades auch nochmal für er. Er hat hier die Möglichkeit, auf Battlecruiser zu switchen. Also die beiden, die ziehen ja gerade alle Register. Und jetzt kommen hier nochmal die Ullis mit rein. 76 Zerglinge werden jetzt gerade gebaut. 76 auf einen Schlag. Während Mondragon fleißig weiter ex. Also was ein Match zwischen den beiden. Eine halbe Stunde geben die sich hier schon ins Gesicht. Das ist mal richtig krass. Das ist hier definitiv wäre eines Viertelfinals mehr als würdig gewesen. Nuke wäre immer noch möglich, wenn ein Ghost auf dem Feld wäre. Jetzt kommt hier in der Mitte nochmal zum Scharmützel.
Die Broodlords müssen hier fliehen. Die Siegheim ist als Gesetz. Der erste Broodlord geht hier down und da müssen sie jetzt flattern, so schnell sie die Flügel dann irgendwie möglich machen. Goody hat entsprechend die Raven mit als Anti-Air am Start weiter auf dem Vormarsch jetzt mit seinen Siege-Tanks. Wenn er sich da passend in Position bringen kann, ist hier nicht nur eine Echse vom Monogon in Gefahr. Der probiert hier den Run-By mit massenweise Zergling. Da soll nochmal eine Expansion gesetzt werden. Aber da wird er erstmal ein ganz anderes Orbit-Command liften müssen. Die SCV ist sofort abgezogen. Lift auch jetzt mal! Goody, was ist da los? Oh, das Ding ist schon am Brennen. Währenddessen geht es jetzt hier unten auch den restlichen Units an den Kragen. Also Goody muss jetzt aufpassen. Da ist jetzt gerade einiges offen. Die Base wird hier jetzt heftigst attackiert. Die Tanks sind da unten auch nicht gesiegt. Es ist der Formid down. Und jetzt wird hier neben alles down gehen. Also die Linge sind hier fleißig mit dabei. Die feiern hier eine kleine Privatparty. Während rechts am Rande die weitere Base, die gerade von Goody in Auftrag gegeben wurde, auch schon unter Attack war. Aber Goody kriegt hier die Hatchery down vom Mondragon. Mondragon auf 150 Supply. Goody aktuell hart Supply blockt, hat aber seinen Metallhaufen einfach nochmal da stehen. Die Linge einfach weiter am Party feiern. Also ich weiß nicht, was Goody da macht, die SCVs da so reinzuschicken. So nach dem Motto, nimm mit, brauche ich nicht mehr. 36 Stück sind hier mehr als genug. Hat hier in der Mainbase jetzt nicht mehr aktuell so viel. Schickt die Blue Flame nochmal rein. Reinforcement unterwegs und Goodys Hauptstreitmacht ist weiterhin auf dem Vormarsch. 152 zu 94 Army Supply. Da ist der lila Terran, der lila Laune Terran doch deutlich besser noch mit dabei. Probiert jetzt erstmal hinten über die Rocks mit dabei zu sein. Während die Ravens hier nochmal Looky-Looky machen. Wenn Monogon nochmal eine Expansion verliert, dann wird das richtig, richtig schwierig für ihn nochmal aufzufangen. Wir schauen uns die Income-Zahlen an und die sind bei beiden nicht wirklich rosig. Also Goody hat ja auch ziemlich viel Energie noch auf einigen seiner Orbitals. Also da wären noch verschiedene Mules möglich, sowohl in der Mainbase als auch die restlichen sind eigentlich fast auf Full Energy. Also da muss er nur irgendwo ein Command Center runtersetzen, dann kann er hier massenweise rausjagen. Aber die Streitmacht jetzt von Mondragon, die kann sich natürlich auch sehen lassen. Er besteht ja aus 12 Broodlords, Anti-Air, 10 Corruptor. Also der Fight wird da mehr oder weniger in der Luft entschieden. Von Goody 9 Vikings, 1 Battlecruiser, 2 Raven. Muss zusehen, dass er die Corruptor rausbekommt, weil dann sind die Broodlords hier für ihn auch kein Problem mehr. 4 Vikings dann im Bau, weiß also sehr gut, was da abgeht. Oben nochmal die Linge am Schauen. Da steht von Goody nicht wirklich viel. Callt hier Mars Mules unten rechts. Sein E-Kamm sprießt in die Höhe, während Mondragon da so ein bisschen aushalten muss. Ja, und jetzt steht er hier Ante Portas, traut sich hier nicht ganz rein, während Goody ganz woanders steht mit der Army. Naja, das Ding ist jetzt einfach, dass die Army-Komposition mir deutlich besser gefällt als eben dieses Ultralisk-Play, das wir vorhin von ihm gesehen haben. Mondragon switcht jetzt weiter auf Air und wenn er da unten die Infestoren gut einsetzt gegen die Viking Flower, die kommt nämlich jetzt gerade, dann kann es richtig hässlich werden. Da kommen die Vikings und Goody rennt volle Kanne rein. Da missfandet er aber ein bisschen. Da hätte er mehr erwischen können. Jetzt geht's hier nochmal mit rein, sollte ein Stückchen warten. Er darf hier nicht so mit seinen ganzen Corruptern rein. Wart doch Sieger und fandet früher. Sieger-Missile mit drin. Corruptor alle aus dem Weg geholt und jetzt erstens Frischfleisch. Ja, das ist ganz böse. 500 Gramm Hackfleisch im Angebot. Jetzt für nur 5,99 €. Mondragon. Das ist die Selbstbedienungsbar jetzt. Da kann er sich nehmen, was er will. Jetzt endlich neue Fungals. Aber das war schlecht gemacht von Mondragon. Da hätte er fangeln sollen, sich schön zurückziehen mit den Corruptern, weiter fangeln, bis er keine Energie mehr hat und dann erst rein mit den Corruptern für den Todesstoß. So hat er sich von den ganzen Vikings wirklich alle Infestas zerlegen lassen. Nicht die Infestas, natürlich die Corruptor. Und das war gar nichts. Also das war wirklich ein Fehler, der ihm nicht hätte passieren dürfen. Und da hat er sich fast schon selbst aus dem Spiel katapultiert. Krass, dass die Vikings hier teilweise das mit 2 Hitpoints alle überleben. Also das wird jetzt richtig eng. Da hat Mondi echt gefailt. Also Goody mit 18 Worker nach 33 Minuten. Aber so weit vorne, dass er das eigentlich trotzdem nicht mehr wirklich verlieren kann. Auch Mondragon hat kaum noch Income, also vergleichsweise ähnlich, dadurch, dass Goody jede Menge Mules scoren kann. Also das weiß ich nicht, wie er sich da nochmal zurückbuxieren möchte. Probiert es jetzt wieder mit Ultralisten, weil er gemerkt hat, Kacke, Broodlords sind nur gut, wenn du sie verteidigen kannst. Das konnte er hier nicht wirklich. Goody weiter seinen Luftstreit macht weiter am Ausbauen. 16. Darauf baut es halt einfach also, Mondragon. Ich meine, Mondragon kann aber auch nichts anderes mehr machen. Er kann jetzt keinen Broodlords mehr spielen, weil er kommt nie wieder gegen 16 Vikings an. Also kannst du knicken. Also mit den Fungals schaffst du es vielleicht gerade mal ranzukommen, aber es ist halt eigentlich Blödsinn, wie du schon erwähnt hast, weil er kann jetzt viel, viel besser wieder auf Ground switchen. Er hatte so viele
so viele Vikings gegen sich. Mein Account auf Seiten von Goody ist mittlerweile auf 16 Vikings. Da ist er auf dem Boden deutlich besser bedient. Denn das ist dann eigentlich für Goody fast schon totes Supply. Er kann sie zwar nach unten setzen, aber ich sag mal so, Vikings gegen Ultralisken ist jetzt nicht unbedingt der beste Konter. Aber was man sich reinpfeifen sollte, da Goody nur 25 Work hat, aber 188 Supply, was der eigentlich aktuell so auf der Karte hat. Mit den Helden ist er mal am Rumdüsen, aber der ist ja nichts. Also der ist nichts, was er großartig mitnehmen könnte. Weil Mondragons Drohnen hier überall auf der Karte sind, nur nicht wirklich am Main, weil wegen ja zu wenig Basen. Also da könnte es auch sein, dass ihm vielleicht nicht nur die Minerals, sondern möglicherweise auch die Larven ausgehen könnten. Weil da aktuell. Der Infester wird angeschweißt, er versucht da runterzukommen, aber da ist eben diese eine Turret. Und jetzt ist Mondi gerade noch so da weggekommen, aber in der Zwischenzeit ist auch schon der erste Hellion wieder am Start. Jetzt versucht er nochmal schnell ein bisschen was tot zu fangeln, aber da wischt er auch nicht so viel, wie er eigentlich wollte. Und jetzt vielleicht nochmal irgendwie weg, aber das sieht nicht gut aus. Was geht denn da bitte schön? Wir sehen hier die Thors, wir sehen die Corrupter einfach in die Thors reinfliegen. Also, haben hier gut eine Schelte bekommen. Ich glaube, der eine Corrupter sogar down gegangen fast. Oder mehrere Corrupter schon fast down. Jetzt mit den Broodlords, da steht ein Missile Turret, da stehen aber immer noch genügend Thors für einen Broodlord. Also ich weiß nicht, ob Mondragon jetzt einfach mal den A-Klick auf die Minimap schickt. Mondragon ist erstmal das Problem, dass da oben sein Eco down geht und dann hat er nämlich nicht mehr viel. Das ist die letzte Hatch, die wirklich noch meint. Und da sind jetzt in der Zwischenzeit diese ganzen kompletten Vikings mit drin. Und die Ulis retten ihm dann gerade nochmal kurz den Arsch. Aber, nein, nicht die Corrupter da reinjagen. Hilfe! Endlich mal ein paar Fungals. Die kann er jetzt mal totfangeln, aber die müssen dann halt auch mal sitzen. Ansonsten sieht das nämlich ganz böse aus. Jetzt mal die Infested Swarmex rein. Der nächste Fungal auch noch hinterher. Also zumindest mal ein bisschen was rausgekillt. Da muss auch Goody federn lassen, aber das wird hier das Spiel, glaube ich, nicht mehr drehen können zugunsten des Nein, nein. Kleines Feuerwerk, während Goody jetzt an Battlecruisern schraubt und auch nochmal einen Ghost rausholt. Nochmal zur Erinnerung, er hat sogar noch einen Nuke möglich, sobald er den Ghost hat. Und das wäre natürlich nochmal so eine super Demütigung, da jetzt eine Nuke reinklatschen zu lassen. Mit dem Battlecruiser, mit dem Force, also krasser kannst du hier eine Kombination nicht mehr aufwarten, eine Late-Game-Army. Der ist ja alles dabei. Genauso wie Mondragon. Also da wüsste ich nicht, was hier großartig noch fehlt. Der hat ja ein 83 Army Supply, ganz stolze immerhin noch. Wenn er da mit den Fungals vernünftig arbeitet, nur eine weitere Expansion braucht er dann doch so langsam, weil Goody ist im Supply jetzt doppelt so gut dabei. Jetzt geht's in den Fight, Neural Parasite, das ist vielleicht nochmal der Schlüssel, um in dieses Game zurückzukommen. Jetzt geht's hier unten mit dem nächsten Fungal weiter, zwei von den Thors gehören hier immer noch Mondi. Jetzt hat hier Goody kleinere Probleme, aber er schafft es trotzdem, alle Zerg-Units hier wegzukillen. Und da muss jetzt auch Mondragon langsam aber sicher einsehen, dass hier nicht mehr gut Kirschen essen ist. Auch wenn er da hinten nochmal mit einem Infester an die Eco von Goody rankommt, mit den ganzen Orbitals, die der deutsche Terran-Spieler hier immer noch hat, kann er sich einfach in der Eco einen richtig guten Vorteil erarbeiten. Und der spielt sich jetzt natürlich gerade im Late-Game immer weiter aus. Mondragon hat hier eigentlich fast keine Chancen mehr. Wir sehen es auch nochmal bei den Resources Lost. Da hat er in der Zwischenzeit 45.000 verloren, während Goody gerade mal 30.000 abgeben muss. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und mit dem doppelten Supply wird sich hier Goody kein X mehr für den Eco machen lassen. Ja, definitiv nicht mehr. Auch wenn Moni hier nochmal Infestoren in Position bringt. Aber da ist ja kaum noch was an SCVs, was er da irgendwie wegbekommen könnte an der Stelle. Also aktuell hat Goody das Spiel mehr als in der Hand. Da wüsste ich nicht, wie er das nochmal verlieren könnte. Es sei denn, er kriegt sich da irgendwie selber nochmal ein Bein gestellt. Mondragon probiert es jetzt nochmal mit einem Drop auf der linken Kartenhälfte. Aber da sind hier halt nur Zerglinge drin in der Mainbase. Da stehen die Battlecruiser, also von daher, das ist hier schneller abgefackelt als, ne? Da kommt der Drop von Goody mit rüber. Der droppt jetzt hier in seiner eigenen Base erstmal nochmal zwei Thors mit rein. Beziehungsweise könnte, da kommen die Battlecruiser, davon hat er in der Zwischenzeit auch einen relativ hohen Count. Vier Stück, der fünfte kommt. Also man muss schon sagen, Goody spielt hier schon verdammt gut. Er hat mittlerweile eben auch fast komplette Upgrades auf seinen Tanks und Thors. Lediglich ein Armor-Upgrade fehlt ihm hier. Jetzt drängt er hier seinen Kontrahenten um einen Supply-Block rein. Auch die ersten Upgrades für die Battlecruiser sind mit dabei. Mondragon fehlen hier gerade zum Beispiel bei den Melee-Units noch einiges. Die beiden Thors werden hier jetzt nochmal lustigerweise mit den also Neural Parasite übernommen, aber es ändert nichts daran, also die Exe wird down gehen. Das Interessante ist, er hatte hier zwei Infestoren, es waren zwei Thors. Was macht er? Den Fungal. Die Nuke und dieses Mal sieht Mondi sie nicht. Mondi sieht die Nuke nicht. Da kommt jede Sekunde rein. Oh, boom.
Nochmal einer für die Galerie zum Schluss des Spiels. Das war's fast schon mit der Eco. Lediglich am linken Kartenrand hat Mondragon noch ein bisschen was. Und auch hier schiebt bereits Goody Stress. Der hat jetzt nochmal ein Tor verloren gegen die Linge. Den Rest kann er noch wegbringen. Mondragon mit 77 Supply. Call GG. Goody auf 200. Wünscht seinem Gegner noch Glück. Fairplay. Richtig nettes Game. Sowas haben wir uns gewünscht. 41 Minuten lang geben die beiden Deutschen alles. Aber man muss es halt einfach sagen, Goody dann am Ende doch verdienter Sieger. Besser gespielt, Mondragon schön gekämpft. Aber Goody hat hier schon gezeigt, warum er in Deutschland zur absoluten Spitze gehört.